Peace, Freunde, willkommen zu einem weiteren Video. Heute gibt es wieder die heftigsten Discards von deutschen FIFA-YouTubern. Und wir fangen direkt an mit ProOwns und mit Enza. Bei den beiden kracht es immer so doll, weil die immer so teure SBBs machen. Und ich sehe schon wieder Ronaldinho im Team, Pele im Team, Vieira im Team. Also das kann wieder reinknallen. Aber auch bei anderen Leuten kann es reinknallen. Und darauf reagieren wir. Lasst gerne ein Like da. Bei 1000 Likes kommt das nächste, die besten Discards von YouTubern Video. Und abonniert den Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Wir haben die 100k geknackt. Jetzt Road to 200k. Let's go. Ich glaube, ich habe ein Gefühl. Ich nehme. Heute wird discarded der linke Stürmer. Ich habe es gerade gesagt. Da gibt es wieder ein paar Spieler, die wehtun. Und Patrick Vieira, Great of the Game, ist einer, der wehtut. Bro, tut weh. Das ist... Aber... Bei so einem SBB ist es abgehoben, wenn ich sage, es ist okay. Also es tut weh, es ist kein Pelé. Bro, warum hat jeder auf einmal erstens einen Buzzcut und zweitens, okay, bei dem ist es fehlgeschlagen. Eigentlich sollten die Haare, glaube ich, grau werden. Die sind jetzt irgendwie eine Mischung zwischen blond, gelb und grau. Aber warum tryhardet jeder gerade auf diese Frisur? Das ist doch eigentlich schon vor 2-3 Jahren innen gewesen. Kein Ronaldo, kein Ronaldinho, aber es ist 97er Vieira. Boah, nehme ich mit, ehrlich. Oh, Bruder, das ist mit. Aber ich guck mal, ich habe schon ein bisschen Angst gehabt, dass einer von dem flöten geht. Aber ich glaube, ich kann mit dem ehrlich leben. Dann, ja, was sagt ihr? Schreibt gerne in die Kommentare. Ich gehe gleich zur SBC, Bro. Guck mir auf jeden Fall später ein Video an, wie du hingestellt hast. Kein Bronze, bin ich schon mal sehr glücklich, das hätte mich gebrochen. Und er hatte auch 3 Bronzespieler. Es hätte doch gut und gerne mit einem Pick einen Bronzespieler treffen können. Aber ich sehe da gerade auch noch 97 Path to Glory CR7, ne? Das Ding ist, rechter Stürmer war Bronze, linker ZOM war auch Bronze. Er war einfach zwischen den Bronzespielern. Okay, dass das dann noch wilder. Okay, Freunde, wir sind beim Discap angekommen. 97er Vieira ist auf jeden Fall flöten gegangen. Ich war mit meiner Leistung zufrieden, aber ja, kann man nichts machen. Ist weg. Ist weg. Was? Ach so, okay, ich wollte gerade sagen. Freunde, 4-2, verlieren wir das 2 Discards. Willkommen zum Discarden. Der Dreckige. Dieses Grinsen bedeutet, Bro, Max Ball hat noch nie gegen mich gewonnen. Und jetzt hau ich ihm wieder 2 fette Spieler raus. Es hat gekracht, Freunde. Es hat völlig gekracht. Touré, boah, das sind so kranke Karten. Timo Werner, Mann, das sind so geile Spieler in-game. Ich geb's ab. Ach, Full Discard Team. Ja, Touré, Timo Werner. Ja, okay. Dann ist der Schmerz ganz kurz und schmerzlos. Egal, Freunde, ich würde sagen, an der... Ein R9. Das ging schnell. Als nächstes der schamlose Wakes, wollte ich gerade sagen, der schamlose Jank, der Fabio mal die heftigsten Spieler discardet. Krankes Team, R9 ist gut, Pelé ist gut, Stones ist gut, Rolfo ist gut. Sind ein paar gute dabei. Ein 98er Rolfo, ein 98er von Martin sind hier im Team. Das kann krachen. Ich mach mal random Position, da hat es 442. Ich mach mal RV. Ja, ich glaube, der kostet noch eine Mio. Alles klar. Alles klar, das ist wahrscheinlich verdient. Ohne Schämen auch bei Jank, ne? Habt ihr schon mal ein Video gesehen, worauf ich reagiert habe, wo Fabio Jank was discardet hat? Bei Max Malle und Fabio ist es klar, wer discarden muss. Es ist immer Max Malle, der discarden muss, und es ist immer Fabio, der discarden muss. Immer. Schamlos. Von Marti? Vielleicht sollte ich auch mal mit Max Malle und mit Fabio aufnehmen, Digga. Ich habe noch nie gesehen, dass die gewonnen haben. Ich glaube, die haben keine Hände am Controller. Ich glaube, die können kein FIFA spielen. Die sollten lieber mit Call of Duty Videos anfangen oder so. No disrespect. Der neue Team of the Year, 1 Million Münzen. Mhm. Weg damit. Weg damit, Fabio. Bro, zu dem aktuellen Zeitpunkt von FIFA, weißt du, was 1 Million Münzen, was das wert ist, Bro? So ein, schon scheiß Rüllet oder so kostet, oder was weiß ich, was es da für Karten gibt, die kosten so in die Richtung, Alter. Check Loopbahn mit Code Fabio, 8% Rabatt. Kannst du gleich erstmal wieder bei Looper Coins holen, Bro? Kannst R9 nämlich jetzt erstmal fettes Karten. Gut, Freunde, ich habe R9 jetzt hier in die SBC reingeknallt, einfach. Ja, was soll ich sagen? Ich will nichts mehr sagen. Lasst Like da, lasst Abo da. Ich hab's lange nicht mehr gemacht, ich hab lange nicht mehr die Verteidigung genommen. Linker. Verteidigung, da ist Company, da ist Doku. Oh oh. Bellingham ist auch noch im Mittelfeld. Innenverteidiger, mittlerer Innenverteidiger. Okay, damit kann ich arbeiten. Ich wollte dich übrigens echt ein bisschen hochnehmen mit links und rechts, weil ich habe gehofft, du nimmst was aus der Mitte. Hat ein bisschen funktioniert, aber du hast einen Spieler getroffen, der leider 1 Million Coins kostet. Habe ich nicht bedacht. Es ist Vincent Company.
Der ist zum einen. Er sagt, ist okay und discardet lieber 1 Million. Ja, du kostet eine 1 Million gerade. Und linker Innenverteidiger ist Casemiro, mit dem kann ich gut leben. Linker CDM wäre Bellingham gewesen. Kanté war vorne im Sturm, Chiesa war im Sturm, Rechtsverteidiger Doku. Und genau. Und dann habe ich noch die Smith. Also die haben alle. Boah, Danny mit Brasilien-Trikot, was ist da los? 1,8, 1,4 gekostet, aber hast auch 1 Million getroffen. Cool. Ja, Company ist schon top. Okay, nächstes Mal dann wieder nicht Verteidiger. Ja, ich mache eine SBC, wir sehen uns gleich, Cousins. Ja, SBC ist ready. Ihr seht, Company ist drin und Casemiro. Und damit komme ich Raheem Sterling einen Schritt näher. Weil ich genau 3 Discards habe, würde ich da entweder den. Oh, Enza hat 3 Discards gegen Danny. Boah, Mbappé 98. Putejas 99, De Paul 99, Dias 98er, Zidane 96er, Matthäus. Ich würde komplette Verteidigung nehmen, weil ich auch einen Verteidiger gesniped habe. Geh ich mal auf deine komplette Innenverteidigung. Danny! Danny! Ja, das siehst du, das 3 Snipes bei meinem Team, ne? Ja. Du hast 3 Snipes. Der Angriff wäre entspannter gewesen. Im Angriff wäre Bronze, Schmeichel und Ruben Dias. Und jetzt? Jetzt hast du auch ein Bronze, weil ich habe überall ein Bronze. Dann SBC Best, kann ich auch noch mitleben. Oh, du hast 2 Millionen, zwar teuer, aber. Ja, war zwar teuer, aber was halt reinschallert, ist halt Zidane 98. Wie viel kostet der? Gut. Zidane 98 ist unangenehm, das sei ehrlich. Ja. Zidane aber kostet... Bronze kann ich eh vergessen. Ah, die anderen beiden... Der ist auf 700k gesunken! Bro, was ist mit dem Markt los? Ey, ich hab so gut meine Spieler verkauft. Ich hab verkauft, ich hab noch 9 Millionen Coins, ne? Und dann ist alles runtergegangen. Bro, ich kann mir gefühlt 15 Mal Zidane holen mit meinen 9 Millionen. Du gehst in der SBC, was erwarte ich bei 3 Snipes? Zidane, Best. Best hat lange überlebt. So ich glaube, da hab ich Rache genommen, Jungs. Du wisst wegen was. Ja, Bro. Ich bin zufrieden. Nein, das ist scheiße. Enza, Bro, geh doch mal zum Friseur, lass das nochmal korrigieren, Digga. Du kannst ich weiß nicht mal, wo man Dings ist. Ich hab so lange nicht verloren, ich weiß nicht mal, wo man die SBC macht. Das ist halt, Digga. Oh, Junge, er verliert die SBC, er weiß nicht mal, wie man Spiel abgibt. Krass, Bro, du musst auf SBC gehen und dann Gold abgeben. Danny ist auf Trikots gegangen, vorher Brasilien-Trikot. Der zieht auf einmal ganz auf die Schoße. Die waren auch immer ganz weg. Ah, da sind die beiden Spieler drin. Ich finde, die Trikots sehen bei dünnen Leuten immer so scheiße aus, ne, irgendwie. Man muss irgendwie so ein bisschen stabiler sein für Trikots, irgendwie, dass das so richtig cool aussehen kann beim Outfit auch, finde ich. Wobei, bei manchen dünnen bockt das auch. Fußballer sind ja auch dünn, ich check's nicht. Wenn ich Trikot anziehe, ich sehe auch manchmal aus wie so ein Jockel. Aber so mit T-Shirt und so fühle ich mich einfach wohler. Aber Trikot bockt halt einfach so an sich. Checkt ihr? Und halt die Bronzekarte. Bro, wo sind meine Discards? Nikita hat nichts von meinen Discards reingeschnitten. Ich hatte geisteskranke Discards die letzten Wochen auf meinen Kanälen. Torwart, als erstes. Dann, Freunde, nehme ich den Zehner. ZOM. Nimm ihn bitte auseinander, Heisen. Nimm ihn bitte auseinander. Oh, ist so schwer. Ich glaub, nimm ihn bitte auseinander, diesen frechen kleinen... Frechdachs. Ich geh nach vorne, nehme ich den Stürmer weg. Bro, bisher läuft das geistkrank. Bitte mach's nicht kaputt. Wenn's geistkrank läuft, dann brauche ich was aus der Abwehr. Wieso ist Frimpong als Dings? Dream Squad da drinne. Verteidiger, komm. Nein, das tut weh. Okay, der tut weh. Also, Dubo Martinez stand noch im Tor. Den hast du halt erst getroffen. Als Tunkida sowieso, wie es ist, alles 97 plus. Dann hast du Alaba. Okay. Dann hast du die erste Karte, die einigermaßen weht hat, aber wo ich noch sagen konnte, bei dem Team ist es okay. Bonati, 98. Oh, also Alaba und Bonati sind schon nicht schlecht. Okay, und dann war geistkrank. Garincha, 98. Das ist geistkrank. Das ist crazy, Bro. Aber es musste mindestens einen krassen Treffen. So. Haaland war RF, De Bruyne war RZM, Jairzinho war LZM. Boah, stell dir vor, Haaland wäre noch gegangen. Frimpong war RIV, da hatte ich ein bisschen Angst als Verteidiger gesagt, dass die Balle LIV. Ich mache die SBC. Garincha, Bamati, Alaba, crazy. Martinez. 85 mal 10 mache ich damit. Ist es mir gestattet, mit diesen kranken Spielern 85 mal 10 SBC zu machen? Es ist dir gestattet. Boah, es ist dir gestattet, Bro. Geisteskrank. Garincha, Alaba, Martinez, ich gebe sie ab. Zum Teufel war das. Ja, Freunde, ich bin nicht mit drin in dem Video. Aber ihr guckt ja mal fleißig meine Videos auf dem Main-Kanal. Ansonsten holt das gerne nach. Lasst ein Like da für mehr Discord-Videos. Lasst ein Abo da. Ich küsse eure Herzen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.